Ich hoffe, dass Sie mich hören können. Ich habe normalerweise immer vor bei Vorträgen, dass ich nicht vorbereitete Texte lese, aus zwei Gründen. Erstens, ich habe im Laufe eines langen Lebens viele Vorträge gehört, auch sehr langweilige. Und man immer schaut dann, wie viele Seiten noch Vortrag haben. Das ist die eine Überlegung. Die andere ist, dass wenn man nicht in einer Sprache geboren ist, den Akzent spürt man besser, wenn man stärker, wenn man liest, als wenn man frei spricht. Drittens, ich habe auch sehr gute Freundinnen und Freunde unter Schriftstellern. Und da dachte ich sehr oft, es ist besser, wenn ein Schauspieler liest als ein Schriftsteller. Jeder hat seinen Beruf. Ich würde deshalb mir erlauben, Ihnen meine Gedanken zu übermitteln. Es ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema. Ich habe zuerst eine Liste gemacht über die Ideen und dann zum Schrecken meiner Frau, weil ich habe kein Zeitgefühl, hätte wäre ich sicher später gekommen, wenn sie mich nicht beaufsichtigt hätte, habe ich dann eine kürzere Version gemacht, weil sonst wäre das zu lang gewesen und ich glaube, es ist besser, wenn man diskutiert. Golo Mann, der weniger berühmt ist als sein Vater, aber trotzdem sehr lesenswerte Bücher geschrieben hat, hat in seinen Erinnerungen geschrieben: Die Geschichte lehrt uns überraschende, unvorhersehbare Bescheidenheit und Resignation. Sie ist das beste Gegengift gegen allen Fanatismus, alle falsche Selbstsicherheit, Selbstgerechtigkeit und Rechthaberei. Und das fange ich deshalb an, weil auch ich selber sehr oft Dinge nicht gewusst habe oder zu optimistisch war, wie zum Beispiel bei der Erweiterung der Europäischen Union. Jahrelang habe ich gepredigt, dass ja, alle sollen aufgenommen werden, die sich melden. Und das war natürlich, muss man offen aussprechen, ein Fehler. Es ist zu schnell gegangen. Und deshalb will ich nur vielleicht einige Haupttendenzen zu diskutieren. Deshalb, weil eines meiner vielleicht nicht unwichtigen Bücher war, ich habe die ersten drei auf Englisch geschrieben, über die Balkanländer und den Nationalismus. Damals, als man über den Balkan als eine Einheit gesprochen hat. Und das gilt und galt natürlich auch für Osteuropa. Selbst während des Sowjetblocks waren die Länder, die Staaten unterschiedlich und auch in der ehemaligen, zum Glück ehemaligen Sowjetunion. Und wir haben das gesehen im Laufe einiger Generationen nur. Mein Vater hat das noch erlebt, ich nur die letzten zwei, wie große Reiche zusammengebrochen sind. 1919, 1945, 1989 und immer waren dann die Hoffnungen, dass demokratische Nationalstaaten
entstehen werden. Es waren trügerische Erwartungen. Und heute könnte man eher sprechen mit den Worten des leider schon verstorbenen großen Denkers, polnisch-britisch, später Sigmund Baumanns, nicht Utopia, sondern Retropia, eine Rückkehr. Und das ist die große Gefahr, weil wir gesehen haben, wie die Zwischenkriegsperiode zwischen den beiden Weltkriegen, was dann, wie die Staaten zusammengebrochen sind und wie die totalitären Staaten da alles aus den Angeln gehoben haben. Dann haben wir die Fehler gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, das Vertrauen zu Stalin, was mit dem Sowjetimperium passiert. 1989 erfolgte etwas völlig Ungewöhnliches. Das zeigte auch, warum Leszek Kolakowski, der große polnische Denker, recht gehabt hat, als er die Futurologie als ein ganz großes Schwindel bezeichnet hat. Niemand von den Sowjetologen, Kremlinologen hat den Zusammenbruch der Sowjetunion gesehen. Bruno Kreisky, dessen Biografie ich schreiben durfte vor vielen Jahren, hat einmal in einem Vortrag in Washington, oder war es in New York, nein, ich glaube, es war in Washington, gesagt, dass Khrushchev war der größte Sowjetologe und trotzdem wusste er nicht, dass er gestürzt wird. Und wir haben auch 56 Institute, die über die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, geforscht haben. Und trotzdem hat niemand den Zusammenbruch der DDR gesehen. Auch berühmte Politiker und Kommentatoren. Deshalb kann man nicht auch jetzt über die Erwartungen sprechen. Aber eines ist sicher, meine Damen und Herren, dass der Nationalismus die stärkste Ideologie und die am meisten unterschätzte Ideologie ist. Schon vor vielen Jahren wies darauf hin Isaac Berlin, der aus Riga stammende große britische Denker, dass wie lebendig und gefährlich der Nationalismus ist. Was ist der Nationalismus? Der Nationalismus ist nicht gleichbedeutend mit dem Patriotismus. Es gab einen großen ungarischen Dichter, der wie alle ungarische Dichter völlig unbekannt ist, Gyula Iyes, der einmal gesagt hat, Patriot ungefähr, Patriot verteidigt etwas, der Nationalist will etwas. Und nationales Gefühl an sich kann sehr, sehr positiv wirken. Wir haben das gesehen, auch in Osteuropa, auch in der Sowjetunion, wie die nationalen Gefühle immer stärker geworden sind und wesentlich dazu beigetragen haben, dass dieses Konstrukt verschwunden ist, zumindest bisher. Und so war das auch in Jugoslawien. Ich habe in meinem Balkanbuch darüber geschrieben und glaubte, und damit habe ich beendet das Buch, das übrigens in einigen Sprachen erschienen ist, dass das gesamte gemeinsame Interesse stärker ist als das nationale Interesse der Kroaten und der Serben, der Slowenen und so weiter. Nein. Das stimmte nicht. Warum? Darüber könnte man natürlich wieder einen anderen Vortrag haben. Aber das gehört dazu, dass die Leute sich frei
unabhängig und in ihrem menschlichen Charakter stolz fühlen. Jedenfalls ist das so, dass nicht der Zusammenbruch der großen Imperien, sondern das Scheitern des Experimentes eines Nationalstaates mit weitreichenden Rechten, Gleichberechtigung für die Minderheiten gescheitert war. Nicht deshalb, weil die Imperien zusammengebrochen sind. Der französische Präsident Mitterrand hat ganz kurz gesagt, einmal, ich glaube, es war, als er mit Helmut Kohl in Verdun war, und man erinnert sich aus dem Fernsehen, wie die zwei dort Händchen haltend standen. Es war ein sehr, sehr schönes Bild. Und er hat einmal gesagt, Mitterrand, Nationalismus ist der Krieg. Und es führt zum Krieg. Warum? Ich habe Ihnen gesagt, was Nationalismus nicht ist. Jetzt sage ich Ihnen, was Isaac Berlin gesagt hat. Er hat in diesem berühmten Essay geschrieben, der Nationalismus unterscheidet sich vom Nationalbewusstsein darin, dass er den Vorrang der Nationalen gegen allen anderen Forderungen und Werten postuliert. Den Vorrang des Nationalen. Dazu kommt natürlich auch immer Hand in Hand mit der Überzeugung, dass man einen starken Mann, komischerweise spricht man nie über eine starke Frau, obwohl sehr gute Persönlichkeiten waren schon vor Angela Merkel in der Politik, aber man spricht immer von starken Männern, der starke Mann, nicht? Und dann immer sind die Umfragen und dann kann man darüber kommentieren, einmal ist es 20%, einmal 15, der Herr Wertkickl glaubt, dass es schon über 50% ist, aber dass diese Sympathie, dass man braucht einen starken Mann, dass hier irgendwie Ordnung schafft, nicht? Weil diese Demokratie ist immer eine chaotische Situation. Also das ist auch irgendwie immer mit dem Nationalismus Hand in Hand die Gefahr. Und da will ich Ihnen sagen etwas, das wichtig ist in der Politik und in der Geschichte. Natürlich, auch wenn man nicht Marxist ist, ist die Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Aber auch die Persönlichkeit der Politiker spielt eine sehr, sehr große Rolle. Isaac Berlin hat in einer seiner Studien darüber geschrieben, dass die Politik ist nicht wie eine Autobahn. Da gibt es immer Abzweigungen. Und die Rolle der Persönlichkeit kann vielleicht nur 1% sein. Aber er sagte hinzu, dass deshalb wäre die Geschichte ohne Lenin oder Hitler nicht so gewesen. Und das sieht man auch immer wieder, wie die Persönlichkeiten. Manchmal hat man Glück, die Geschichte prägen. Dieses Land hat mehrmals Glück gehabt nach 1945 mit Persönlichkeiten, die ich gekannt habe. Josef Klaus auf der bürgerlichen Seite, auch einer der am meisten unterschätzten Politiker, und Bruno Kreisky. Und das zeigt, dass natürlich spielt das auch eine Rolle. Es ist besonders bemerkenswert, wenn man eine Probleme mit den Eliten hat, was wir zum Beispiel heutzutage in Österreich haben. Warum? Das ist wieder Material für einen anderen Vortrag oder für ein Buch.
Jedenfalls, das spielt auch eine Rolle. Und warum habe ich Retropia gesagt? Weil es ist das, was ein sehr guter Journalist, der von der Zeit hat jetzt ein Buch geschrieben über Putin und den Angriff gegen die Ukraine mit dem Titel Revanche, Rache. Also Zerfall eines Imperiums und dann kommt ein starker Mann oder glaubt, dass er ein starker Mann ist oder die Menschen glauben, dass er ein starker Mann ist und will dieses Imperium oder die Vorherrschaft einer Nation wieder aufbauen. Lenin hat einmal gesagt, dass jeder Bolschewik, wenn man kratzt, ist ein großrussischer Nationalist. Und etwas war daran. Da ist ein Mann, der friedlich lebte in der DDR als Oberstleutnant in der schönen Stadt Dresden, war zuständig für Agenten und so weiter, hat niemanden umgebracht damals. Heute bringt er auch niemanden um, er lässt andere diese Sachen zu tun. Und niemand hätte gedacht, dass dieser Mann, wann war das? 1990 war er noch da, 10 Jahre später, Präsident Russlands wird sein. Es gibt fantastische Bücher, so dick, auf Deutsch auch. Es gibt ein Buch, das alles sagt über seinen Aufstieg, aber das wagte kein deutscher Verlag veröffentlichen, nur ein amerikanischer. Aber man kann in 24 Stunden stellen. Die beschreiben diese Bücher in allen Details, wie Putin aus diesem Oberstleutnant, der sogar als Taxichauffeur einige Wochen im damaligen Leningrad gearbeitet hat, das geworden ist. Und niemand hatte damals gedacht, dass dieser Mann auch in seinem Herzen, weil da geht es auch um eine Überzeugung, ein großrussischer Nationalist ist, der möchte wieder aufbauen, dass alles zusammenbrochen ist. Das ist das eigentliche Motiv, treibende Kraft hinter dieser Politik. Und das hat er wahrscheinlich fast selber, weil so schlecht geschrieben wurde, in einem Artikel schon in 2020 geschrieben. Und er hat dann bewiesen, dass dieser großrussische Nationalismus wird. 2008 Georgien, 2014 Krim. Und was passierte, meine Damen und Herren? Da gibt es ein großes Buch über die Schlafwandler. Aber die sind die Schlafwandler von 1914, was er geschrieben hat, Clark. Aber die Schlafwandler waren überall, auch bei uns. Man sollte jedes Mal einmal zu Weihnachten oder zu einem Neujahrsempfang die Aufnahmen der ORF-Zeit im Bild-Sendung über die Bundeskammer, wie Wladimir Putin hier vom damaligen Bundespräsidenten, Vorsitzenden der Bundeskammer, der weiterhin ab und zu lange Artikel schreibt, begrüßt wurde. Ich will mich sehr, sehr vornehm und vorsichtig ausdrücken. Aber wenn man das sieht, oder wie die deutschen Politiker von einem ehemaligen Bundeskanzler angefangen, ihm den Hof gemacht haben, eines kann ich sagen, der hiesige
der Bundespräsident, der hat nicht so viel gemacht und der hat auch keine große Stelle in einem Aussichtsrat, in einer Ölgesellschaft bekommen. Aber es ist schon, wenn man das verfolgt, schrecklich. Ich habe ja jetzt eben ein neues Buch beendet. Das ist leider, es gibt Leute, die malen, es gibt Leute, die singen, es gibt Leute, die immer irgendwie die Menschen erziehen oder etwas vermitteln wollen. Und in die, bei der Vorbereitung dieses Buches, und als ich dieses Buch geschrieben habe, war ich selber empört und überrascht, wie ich das zusammengestellt habe, was alles diese Menschen gesagt haben. Als es schon offensichtlich war, um was es geht. Unglaublich, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich zum Teil Heuchelei, zum Teil Dummheit, zum Teil auch, muss man sagen, Geld. Leider. Also ich will nur Ihnen sagen, dass hinter diesen großen Worten Nationalismus gibt natürlich auch die persönlichen, die Gruppen, die regionalen Interessen. Aber wenn man sieht, was passiert, wenn die nationalistische Blindheit diktiert, dann sieht man das in Russland. Es gab russische Ökonomen, die betont haben, dass international betrachtet ungefähr in der gleichen Stelle wie vor 70, 80 Jahren, was die Reihenfolge betrifft, ein Land mit 150 Millionen Einwohnern, etwa mit der Wirtschaft von Spanien, wenn ich sehr hoch rechne. Also es ist natürlich unglaublich. Das bedeutet auch, dass der Nationalismus erfordert einen hohen Preis. Und die große Frage ist, wieso nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber anderen Staaten diese Blindheit, diese Dominanz der Schlafwandler gewirkt hat. Wie zum Beispiel im Falle Ungarns Viktor Orban. Meine Frau ist immer sehr böse, wenn ich sage hochbegabt. Ich muss immer sagen gerissen. Aber trotzdem, das ist eine Wahrheit, dass großartig ist. Es gibt große Erfolge in der Geschichte eines Volkes. Da war 1848, 49 Kossuth. Da war Graf Andrássy, der aus seinem Verfolgten zum Außenminister der Monarchie geworden ist. Und es gibt große Musiker wie Bartók. Und es gibt ganz, ganz große Schwindler und Politiker dieses Schlages. Das sind 10 Millionen Volk und überall wird von ihm gesprochen. Selbst Trump hat kürzlich in einer Wahlkampfrede ihn erwähnt mit einem kleinen Fehler, weil er hat ihn mit Erdogan verwechselt und ihn zum Herrscher einer Großmacht erklärt hat. Aber das wird weder an das Schicksal Ungarns noch leider an Trump etwas ändern. Aber es ist so, dass trotzdem, er macht sogar eine Schule in Osteuropa, selbst in Bulgarien wird geschätzt. Gott sei Dank ist momentan eine andere Regierung. Natürlich, ich habe immer mit einem früheren österreichischen Bundeskanzler gesprochen und ihm sogar diese Biografie von Orban gegeben und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, und kennen Sie Borisov? Das war der Ministerpräsident, langjähriger in Bulgarien, bekannt, weil man hat aus seinem Nachkastel große Stöße von 500 Euro Noten und Revolver
Das hat man sogar gezeigt in einer Fernsehsendung. Also das kann man von Orban nicht behaupten. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er einen Revolver zu Hause hat. Jedenfalls natürlich, verglichen mit Borisov, der die Bodyguard von Todor Živko, der früheren bulgarischen Staatschef war, ist Orban ein friedliebender Mensch. Aber es ist natürlich auch so, dass der Nationalismus durch die Minderheiten exportiert werden kann. Wenn Sie bedenken, dass Erdogan, der auch Montag wird er hochgelobt, Dienstag stellt sich heraus, was er alles sagt, Mittwoch ist er wieder im Telefongespräch mit Putin, Donnerstag ruft der österreichische Bundeskanzler an. Ich weiß nicht, was außer telefonischen Kosten für den Bundeskanzler noch bleibende Folgen haben wird. Aber es ist eine Tatsache, dass Erdogan auch allerdings an der Spitze eines großen Landes, man muss natürlich das jüngste Buch von Duzdar, einem früheren türkischen Chefredakteur, lesen, der zu 27 Jahre Haft verurteilt wurde, weil er in seinem Blatt geschrieben oder berichten ließ, dass Waffenlieferungen für Syrien unterwegs waren aus der Türkei. Aber es ist so. Und jetzt wird dieser Mann, meine Damen und Herren, am 17. oder 15. November in Deutschland auftreten. Und da werden kommen die dort lebenden entweder Türken, ich glaube sogar noch türkischstämmige deutsche Staatsbürger, so wie bei uns, und werden begeistert ihn begrüßen und zuhören. Und das ist natürlich auch ein Export des eigenen Nationalismus, was eigentlich eine neue Erscheinung ist. Es waren Bücher zum Beispiel über die Chinesen in den verschiedenen asiatischen Ländern, wie sie verfolgt wurden. Aber wer wagt das, die Türken zu verfolgen? Im Gegenteil. Es ist einfach unglaublich, dass große Gruppen von Menschen leben in einem Land und da kommt jemand, der eigentlich ruft sie auf, sich nicht zu assimilieren. Das hat er gesagt im Reden in Deutschland. Und deshalb meine ich, wenn wir über Nationalismus sprechen, über Gefahren, das sind konkrete Sachen. Das ist nicht theoretische Abhandlung. Und deshalb sage ich, dass der Nationalismus ist eine Gefährdung der Freiheit und der Demokratie. Natürlich gibt es den Patriotismus und des Nationalgefühls die Bedeutung. Ich schreibe in meinem letzten Buch über Österreich die Daten. Wie unglaublich war das zum Beispiel in Österreich, dass wenn man 1958 60 Umfragen gemacht, 20 Jahre später oder heute, wer hätte das gedacht? Wenn man die Geschichte Österreichs in den 30er Jahren kennt, dass A, über 80, 85% sagt, dass es gibt eine österreichische Nationalität, sich entwickelt und dass heute nicht die Österreicher möchten mit Deutschland vereinigt werden, sondern immer mehr Deutsche kommen nach Österreich zu arbeiten und die Plätze an den Universitäten zu besetzen. Das sind auch solche Erfolge, die man natürlich fast als gegeben hinnimmt. Nietzsche sagte einmal, dass nicht dann ist das schwierig, die Wahrheit zu sagen, wenn es gefährlich ist, sondern wenn es langweilig ist. Und so ist es. Und das ist das Problem auch mit Europa. Dass die Menschen sind gewöhnt, dass sie können, ohne Reisepass zeigen zu müssen, von einem Land ins andere.
Ich erinnere mich, als ich kam, musste, habe eine englische Ehefrau später gehabt, als wir noch zusammenfuhren und wir waren noch nicht verheiratet. Ich war noch nicht österreichischer Staatsbürger, musste man an der Grenze sogar die Rückfahrtkosten aus England deponieren oder zeigen, dass man genug Geld hat. Und was das bedeutet hat, als ich für mich persönlich, als ich am 28. September 1959 dieses Papier bekommen habe. Und das ist etwas so unglaublich deprimierend, wenn man mit Menschen spricht, zum Beispiel mit Taxichauffeuren, der wird immer schwieriger, weil die Preise werden in die Höhe schnellen, dass es unglaublich ist. Und dann fragt man und dann redet man mit ihnen und dann fragt man, sind sie Staatsbürger? Und manche sind Staatsbürger. Nicht? Aber ich habe einen getroffen, einmal, der mich fast verprügelt hat, weil ich habe gesagt, sie Arme, sie sind ihr Land in der Türkei mit der Erdogan. Und er hat ihn ganz leidenschaftlich verteidigt. Aber es ist natürlich so. Und das ist etwas, was zeigt, dass, wie wichtig diese nationalen Gefühle sind. Ich möchte noch Ihnen etwas sagen, dass natürlich ist das auch unklug und ungesund, wenn man nur die negativen Seiten aufzählt, weil, wie ich kam jetzt, ich habe nicht mehr meine Frau gesagt und im Autobus, es ist unglaublich, wie schön diese Stadt ist, vor allem, wenn man nicht selber fährt oder wenn man nicht verspätet. Und dann habe ich ja gesagt, wieso ist das möglich, dass in diesem Staat und Stadt eine Gruppe wie die FPÖ momentan ist, die stärkste Partei ist. Ich konnte das eigentlich nicht begreifen. Und es ist aber schon zweimal vorgekommen, meine Damen und Herren, dass in den Umfragen diese Partei Nummer eins war. Und es gibt natürlich, aber ich rede keine Rede über die österreichische Innenpolitik. Ich will nur sagen, dass es gibt auch in der internationalen Politik solche Sachen wie ein Ibiza-Video oder die Chats, die Änderungen bewirken können. Das heißt, man kann nur hoffen, dass zum Beispiel in Tschechien ein ganz großartiger Präsident gewählt wurde. Gleichzeitig im Nachbarland der Slowakei ein slowakischer Nationalist, der, als ich ihn gesehen habe, als eines meiner Bücher auf Slowakisch erschien und ich habe ihm das überreicht, damals war er noch sehr stark gegen die Ungarn, vor allem gegen Orban. Jetzt sind sie die besten Freunde. Nur küssen einander noch nicht. Unglaublich, unglaublich. Das heißt, die Nationalisten in einem Land sind große Freunde der Nationalisten in einem anderen, wenn das ihre Machtausübung, Machterhalt stärken und möglich machen. Und wenn Sie fragen, warum wollen Sie an der Macht bleiben? Um die Macht zu behalten. Und dann sehen wir, was die Folgen sind. Und da zeigt also der Nationalismus auch ein merkwürdiges Janusgesicht. Und das sehen wir hier auch. Wenn die Nationalisten. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Ich habe gehört selber, wie der ungarische Außenminister, Herr Peter Szijjártó, in einem halbwegs akzeptablen Serbo-Kroatisch oder Kroatisch-Serbisch, muss man heute sagen,
eine Rede gehalten in Belgrad. Jetzt vor ein paar Monaten, zu einer Zeit, als große Demonstrationen gegen Alexander Vucic in Belgrad und in Serbien stattfanden. Und früher waren Ungarn und Serben so, da wurden Menschen umgebracht, als die Vojvodina zu Ungarn kam. Und heute, Orban hat vorgeschlagen, dass Serbien soll aufgenommen werden in die EU. Das sind unglaubliche Facetten dieser politischen Wandlungen. Und deshalb muss man sie folgen, analysieren, um zu zeigen, dass wie komplex, manchmal sehr deprimierend für Analytiker, politische Schriftsteller, Schreiberlinge faszinierend. Und ich hoffe, dass diese nicht zusammenhängende Sätze über den Nationalismus und die Gefahren dieser Ideologie Sie nicht zu sehr gelangweilt haben. Danke. Ja, vielen Dank den Organisatoren für die Einladung und auch, dass Sie dieses Thema für heute gewählt haben. Ja, auch wenn ich etwas jünger bin, so habe auch ich die Erfahrung, dass ich mir nicht vorstellen konnte, bis vor wenigen Jahren, dass die Demokratie, die freiheitliche, liberale Demokratie in Europa und möglicherweise in Österreich selbst einmal in Gefahr kommen könnte. Und dieses Thema hier ausführlich zu besprechen, finde ich ja sehr bewundernswert. Es scheint, ja, dass wir wie Schlafwandler zum Teil in eine autoritäre Bahn schlittern. Und ich möchte aus meiner Profession, also ich bin Philosoph, und hoffe, ich werde Sie nicht allzu sehr langweilen, wenn ich jetzt ein paar philosophische Analysen zum Nationalismus anschließe. Wir waren ohnehin schon in der Philosophie mit Isaac Berlin und vielen anderen. Ja, ich möchte etwas klären, was mit dem Nationalismus, es würde ich sagen, ein übersteigertes Nationenbewusstsein oder mit Berlin, dass hier der Vorrang des Nationalen vor allen anderen Werten entscheidend sein. Und was sind die anderen Werte? Die anderen Werte sind eine bestimmte Idee der Menschenrechte. Ja. Nun, in der Politikwissenschaft wird dieser Nationalismus oft auch unter dem Titel Populismus diskutiert. Und der Begriff Populismus, ja, suggeriert, als ob es ja sogar eine Politik sei ohne Ideologie. Also die Parteien orientieren sich an den schwankenden Stimmungen des Volkes. Nicht? Und dann hält man zu Recht fest, ja, insofern muss ja jede Partei ein bisschen populistisch sein. Nicht? Man muss doch sich an den Stimmungen des Volkes orientieren. Das heißt, der Begriff Populismus suggeriert eben, es geht hier gar nicht um Ideologie, sondern ja, Opportunismus, Partei, also Maximierung der Stimmen und so weiter. Doch dies ist meiner Meinung nach der große Irrtum und auch die Gefahr. Parteien, die dem Populismus zugeordnet werden, also im deutschsprachigen Raum AfD, aber ich werde darauf noch eingehen, auch die FPÖ in Österreich, aber auch Orban oder die Le Pen-Bewegung. Und wir können jetzt noch weitergehen, auch nach Nordeuropa inzwischen, oder Trump, die
Republikaner unter Trump haben sich radikal verwandelt, bekanntlich. Das heißt, wir haben hier ein international vernetztes politisches Syndrom, das meiner Meinung nach eine sehr klare Ideologie hat. Und den Kern dieser Ideologie kann man sich deutlich machen mit einem französischen Philosophen, Alain de Benoist. Er ist der Begründer der sogenannten neuen Rechten, der Nouvelle Droite. Die sind schon 1968 erschienen, als noch ein anderer Geist wehte. Und Alain de Benoist hat eben die Ideologie einer neuen Rechten entwickelt. Was meinte er damit? Das war eine Gruppierung, die ja sowas aus der alten rechten Bewegung, nämlich der faschistischen Bewegung, gekommen sind. Aber Benoist hat diagnostiziert, ja, die alten faschistischen Ideologien können in der modernen Demokratie, auch in Frankreich, nicht mehr fortgeführt werden. Es braucht also einen Ersatz, eine Korrektur. Nun, Benoist hat zwei Dogmen des alten Faschismus eliminiert. Das erste ist der Rassismus, interessanterweise. Also nicht mehr die Unterscheidung Herrenrasse, Untermenschen. Und das zweite, auch das erstaunlich, das zweite Dogma, das er eliminiert hat, war die gewaltsame Beseitigung der liberalen Demokratie. Von beidem muss sich die neue Rechte verabschieden. Und jetzt ist die Frage, ja, was kommt stattdessen? Der Rassismus wird ersetzt durch den sogenannten Ethnopluralismus. Ethnopluralismus meint, die Welt besteht aus bestimmten, verschiedenen raumgebundenen Kulturkreisen mit Nationen, die aber nebeneinander existieren. Ja, Indien, China, Afrika und so weiter, Russland. Und sie haben jeweils ihre eigenen Kulturen autochthon. Und daher ist die Idee der universalen Menschenrechte gesehen als ein Produkt Westeuropas, das daher keine universelle Gültigkeit haben kann. Also, dass China keine Menschenrechte akzeptiert, ist in dieser Sicht völlig konsequent. Sie sollen es auch, weil es nicht ihrer Kultur entspricht. Das heißt, es ist nicht mehr der alte Rassismus, sondern es sollen alle Kulturen gleichberechtigt anerkannt werden, aber in ihrer radikalen Verschiedenheit. Und es soll natürlich keine Migrationsströme geben, weil damit die Reinheit dieser Kulturen gefährdet wird. Daher also die permanente Kritik an Migrationsbewegungen, auch an Asylbewegungen. Ich kann das auch, könnte das auch am Parteiprogramm der FPÖ sehr klar erläutern. Zweite ist keine Abschaffung, gewaltsame Abschaffung der Demokratie. Ja, was dann sonst? Was soll eine neorechte Politik dann sonst machen? Die Perspektive ist die Umwandlung der liberalen Demokratie, also Menschenrecht. Ich spreche nicht so gern von liberaler Demokratie, weil dann glaubt man, eine bestimmte Ideologie, nämlich der Liberalismus, wäre jetzt ja quasi da im Zentrum. Der Liberalismus ist eine mögliche Strömung in einer, ich sage nun, menschenrechtsbasierten, rechtsstaatlichen Demokratie. Das ist meiner Meinung nach der exaktere Ausdruck. Ja. Nun, diese menschenrechtsbasierte, rechtsstaatliche Demokratie soll umgewandelt werden in eine, wie Benoist das erläutert hat, organische Demokratie. In eine organische, was bedeutet organische Demokratie? Sie beruht auf dem Prinzip der Abstammung, nicht der Universalität der Menschenrechte. Abstammungsprinzip. Und er bezieht sich damit auf das erste Modell der Demokratie, nämlich die athenische Demokratie. Er sagt, wir müssen zurück zur athenischen Demokratie, nämlich
Perikles hatte 451 ein Gesetz erlassen, athenischer Bürger kann nur sein, wer sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits von Athenern abstammt. Abstammungsprinzip. Das heißt, nach Benoit ist die moderne Demokratie von diesem Ideal abgewichen, wodurch? Erstens durch das Christentum. Das Christentum habe die Freiheit und Gleichheit aller Menschen ethisch und spirituell proklamiert und einen radikalen Individualismus in die politische Denken eingebracht, nämlich jeder Einzelne ist Geschöpf Gottes, hat als einzelner Würde. Und damit entsteht nach Benoit ein Individualismus, der die ethnische Gemeinschaft in Frage stellt. Und das ist tatsächlich richtig. Christliche Ethik hat nicht als oberstes Prinzip die Abstammung kritisiert oder steht sogar in der Spannung dazu. Und diese christliche Idee ist durch die Aufklärung gleichsam säkularisiert in die Theorie der modernen Demokratie eingeflossen. Das heißt, was er liberale Demokratie nennt, ist, wie er sagt, ein ideologisches Produkt von Christentum und Aufklärung. Individualistische Menschenrechte. Daher, neorechte Parteien oder populistische Parteien oder nationalistische Parteien, wie man sie nennen, ja, werden nun Katalysatoren eines gefährlichen autoritären Umwandlungsprozesses. Und das ist die Gefahr, in der wir heute in zahlreichen Ländern, auch in Österreich, stehen, dass diese Parteien ja konkurrieren wie andere Parteien um Wählerstimmen. Das ist das normale Geschäft in der Demokratie. Verschiedene Parteien haben verschiedene Ideologien und ja, suchen nach Mehrheiten. Aber bei diesen Parteien geht es nicht bloß um die Suche nach einer Mehrheit, sondern in ihrer Ideologie steckt zugleich das Programm, dass man das Haus, in dem man bisher quasi konkurriert hat, selbst umbaut. Und das ist etwas anderes. Und Orban ist das in Europa in einmaliger Weise gelungen. Er konnte sogar auf Basis dieser Ideologie, dieser Matrix, eine neue Verfassung etablieren. Und damit haben wir in Ungarn die erste neorechte Verfassung in Europa. Wo, ja, und jetzt wird es deutlich, die Universalität der Menschenrechte auf die Bürgerrechte einer ethnisch homogenen Gesellschaft eingeschränkt werden. Und es werden nicht Bürgerrechte grundsätzlich so wie im Faschismus abgelehnt, sondern sie werden nur ethnisch eingegrenzt. Das heißt, die ethnische Homogenität ist das oberste Prinzip. Warum wird dies autoritär? Weil sich diese Parteien als die authentischen Sprecher, Repräsentanten dieses selbstdefinierten ethnischen Volkes verstehen. Ja, daher kann ein Führer, Parteiführer einer neorechten Partei sagen, ich bin der Volkskanzler, auch wenn er 30% hat, ist erstaunlich nicht, aber 30% sind noch lange nicht die Mehrheit. Was ist mit den 70%? Aber er ist der Volkskanzler. Das heißt, man definiert sich als authentischer Sprachrohr des selbstdefinierten Volkes, das ethnisch homogen definiert wird. Ja. Und damit entstehen sofort auch Exklusionsprozesse. Wer gehört dann nicht wirklich zum Volk? Das sind natürlich Diskurse, die wir aus den 30er Jahren kennen. Nicht Juden, Sozialisten, vaterlandslose Gesellen und so weiter und so fort. Wer nicht wirklich zum Volk gehört, nämlich im Sinne der Abstammung. Warum autoritär? Weil wenn diese Parteien, also Macht erlangen, sich als authentische Stimme des selbstdefinierten Volkes präsentieren, ja, was setzt man nun um? Dann muss man natürlich die ethnische Homogenität auch in eine kulturelle, politische Homogenität übersetzen. Daher Mediengesetz.
Kulturpolitik und so weiter. Das heißt, es entstehen die Mechanismen einer autoritären Politik, die nun die Pluralität und darin bestand, da besteht die Essenz menschenrechtsbasierter rechtsstaatlicher Demokratie, die Pluralität von Weltanschauungen, Ideologien zuzulassen. Ja. Dies wird durch diese Parteien massiv eingeschränkt. Ja. Nun, auch in Österreich ist seit 1986 die FPÖ auf diese Ideologie Benoist eingeschränkt. Es ist also nicht eine jüngste Entwicklung, sondern beginnt tatsächlich mit Jörg Haider. In dem Buch Freiheit, die ich meine, heißt es ausdrücklich, wird aber Politik nicht auf ethnischen Prinzipien aufgebaut, dann hat die Menschheit keine Zukunft. So heißt es. Dann hat die Menschheit keine ethnischen Prinzipien. Daher ein Recht auf Heimat wird gefordert. Das klingt so harmlos, nicht? Wir haben unzählige Menschenrechte und dann ja noch ein Recht dazu, das Recht auf Heimat. Es gibt kein Recht auf Heimat in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Warum? Weil das, was Heimat bedeutet, Sache öffentlicher Debatten ist. Was verstehen wir hier jeweils unter Heimat? Das ist kein einklagbares Recht. Wenn es zu einem Menschenrecht gemacht wird, dann ist der Begriff Heimat schon definiert, nämlich ethnisch. Aber natürlich ist das schwer zu vermitteln, nicht? Weil es eben nicht eine offensichtlich rassistische, antidemokratische Ideologie ist. So scheint so im Konzert der konkurrierenden Parteien einfach eine Stimme zu sein. Und dennoch, diese Parteien haben im Programm den bisherigen Staat, die bisherige radikal umzuwandeln. Und wenn man das nicht durchschaut, dann stolpert man, wie Herr Lindwehr jetzt hier ist, gesagt hat, schlafwanderisch in eine autoritäre Politik. Übrigens, die Kommentare von Herrn Lindwehr im Standard sind ein Medikament, ja, eine wirklich starke Dosis gegen diese schlafwanderische Haltung gegenüber der Gefährdung der Demokratie. Und jetzt wird es auch deutlich, die heikle Frage Asyl. Das ist ja ein zentrales Thema, das ist wie ein Brennstoff, wie ein Dieseltank, nicht für die rechtspopulistischen Parteien fungiert. Das ist natürlich ein extrem komplexes Thema, weil Migrationsströme die neuzeitliche Geschichte durchziehen. Ja. Es gibt keine kapitalistische, marktwirtschaftliche Gesellschaft ohne massive Migrationsströme. Europa war 150 Jahre lang Auswanderungsland. Es sind knapp 60 Millionen Menschen ausgewandert aus Europa zwischen 1800 und 1950. Wenn Sie burgenländische Familien fragen, dann wird er sagen, ja, einer ist da geblieben. Einer ist da geblieben. Ja. Das heißt, Migrationsströme sind seit Jahrhunderten der Normalfall, und zwar von Europa weg. Und daher ist das Konzept Ethnopluralismus eine Fiktion. Weil Europa hat drei Kontinente mit seiner Migration okkupiert. Nordamerika, Südamerika, Australien und dann muss man noch Südafrika und ein paar andere kleinere Regionen dazu nehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Weil Europa war überfordert mit den Umwälzungen kapitalistischer Modernisierung. Afrika hat keine Kolonien. Das ist das Problem. Wir müssen uns jetzt etwas anderes. Und auch berühmte Philosophen wie Hegel haben gemeint, ja, wir können marktwirtschaftlich das Problem der Armut, der Verelendung nicht lösen. Was machen wir? Wir schicken die Leute in die Kolonien, sagt ein berühmter Philosoph wie Hegel. Diese Lösung gibt es nicht mehr. Und daher stehen wir vor einer epochalen neuen Herausforderung. Nun, die Asylsache ist eine komplexe und natürlich gibt es hier Überforderungen. Das ist klar. Dass es Überforderungen gibt in einer menschenrechtsbasierten Ethik, das ist legitim. Darüber kann man und muss man öffentlich sprechen. Doch bei den neorechten Ideologien geht es nicht um das Problem der Überforderung, sondern um die ethnische Reinheit. Das ist der zentrale Punkt.
Jetzt bringe ich ein Beispiel aus Ungarn. Orban sollte ja verpflichtet werden, glaube ich, 1300 Flüchtlinge aufzunehmen, den Verteilungsschlüssel der EU. Er hat das abgelehnt, hat ein Referendum gemacht mit, glaube ich, 30 Millionen Euro Aufwand für das Referendum. Ja. Damit hätte er ja sicher 20 Jahre diese 1300 fürstlich aufnehmen können. Ja. Aber an diesem Beispiel wird deutlich, es geht nicht um die Überforderung, sondern es geht um die ethnische Reinheit. Auch 1000 Leute sind zu viel für 10 Millionen. Ja? Nicht, es geht nicht um Überforderung. Ja? Und das ist der Streitpunkt. Nicht? Also, dass man hier nicht Diskussionen abwürgt über legitime Verängstigungen, Bedrohungen oder Überforderungssituationen. Das ist legitim zu diskutieren. So, die Frage ist, unter welchem Maßstab diese Diskussion geführt wird. Ob sie unter dem Maßstab der ethnischen Homogenität geführt wird oder sagen, ja, wie können wir so quasi die Asylpraxis so handeln, dass es für alle akzeptabel bleibt. Im Sinne des Ethnopluralismus hat auch die FPÖ in ihrem Parteiprogramm nicht, dass Asyl nur auf Zeit gegeben wird. Keine Einbürgerung. Also wenn der Asylgrund wegfällt, dann wieder zurück. Das ist völlig konsequent von der Ideologie her. Völlig konsequent. Ein letzter Punkt. Ja, was ist das Volk? Ich habe jetzt immer von ethnisch gesprochen. Was ist die Ethnie, die österreichische Ethnie? Nicht so leicht zu sagen. Sie haben erwähnt, nicht erst nach 1945 entsteht in Österreich ein Nationalbewusstsein. 1918 gab es das gar nicht. Wir sind also nicht eine späte Nation, sondern eine ja, extrem über, mehr als verspätete Nation. Man muss, wenn man eine nationale, homogene Idee definiert, immer einen Zeitindex angeben. Ja? Anders geht es nicht. Die FPÖ nimmt den Zeitindex an 1945. Die damals autochthonen Volksgruppen, dazu gehören auch die Kroaten, Slowenen und so weiter, ja, gehören zur österreichischen Nation, das ist jetzt so quasi der Größe, und alle anderen später zugewanderten nicht. Ja, die gehören nicht zum Volk. Das heißt, die Willkürlichkeit einer ethnischen Festlegung liegt immer am Zeitindex. Ich bringe Ihnen ein kurioses Beispiel. In Indien gibt es einen Bundesstaat, da wurde festgelegt, wer legitimer Bürger dieses Bundesstaates ist, ist wer ab 1970 gewohnt. Ja, man kann es irgendwie festsetzen. Nicht? Sie sehen die Willkürlichkeit und dagegen opponieren eben die Menschenrechte. Und ich glaube auch, wir werden das im Seminar danach noch uns genauer anschauen, dass die Menschenrechte eine christliche Wurzel haben. Sie sind etwas komplex, es ist nicht einfach eine christliche Idee, da kommt noch einiges anderes dazu. Ja. Aber natürlich eine christliche Wurzel, insofern ist es ein extremer Widerspruch, dass Orban sogar im Namen des Christentums eine ethnische Politik vertritt. Das ist für mich der Widerspruch zu dem, was eigentlich der Kern christlicher Ethik betrifft. Und das im Namen der Verteidigung des christlichen Abendlandes, ja, das ist eine völlige Instrumentalisierung des Christentums. Vielen Dank.